Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Noble Host Champion. Ja, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal versprochen, in Anführungszeichen, dass ich ein paar Pferde mal eindecken möchte. Und ich habe mir da jetzt erstmal die Trakehner rausgesucht. Das sind sieben an der Zahl. Ich weiß nicht, ob ich das alles zusammenkriege. Ich habe mir auch noch ein bisschen Platz für die Sattelkammer gekauft. Also meine Diamanten sind jetzt weg. Ich habe 50 Plätze und ihr seht, ja. Ich habe da noch mal so ein bisschen eingekauft. Also hier das ganze Equipment habe ich noch. Ja, Entschuldigung. Könnte ein bisschen schwierig werden, weil es einfach noch nicht so viele Farben gibt irgendwie. Also, ja, ich habe keine Ahnung. Wir müssen gleich mal gucken. Fangen wir mal mit Sturmkind an, weil das ist, wie gesagt, der einzige, den ich mit Springsachen ausstatten wollte. Ansonsten, wie gesagt, der Rest ist alles. Ist alles. Dressur. So, da sehen wir den hübschen Kerl. Das Rabicano sieht man bei ihm fast gar nicht. Also, wenn es jetzt nicht dabei stehen würde, könnte eng werden. Passt eigentlich ganz gut bei ihm, aber ich habe jetzt kein dunkelbraunes Zaum. Sorry. Ich könnte natürlich auch von Halloween die Sachen nehmen, weil die sind ja eigentlich auch nicht schlecht. Wartet mal. So ganz sicher. Möchte. Nee, da bin ich irgendwie. Nee, da bin ich nicht so konform mit. Also ich glaube, ein komplett schwarzer passt ihm irgendwie besser mit der weißen Schabracke. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, keine nicht die richtige Trense. Hätte ich zwar, aber eigentlich wollte ich die Wonders draufpacken. Finde ich jetzt natürlich auch total kacke irgendwie, dass da jetzt keine Zügel dran sind. Das müsste dann vielleicht auch nochmal überarbeitet werden. Das sieht jetzt, da könnte ich ihm gleich eigentlich auch einen Halfter drauf packen. Also, das, ja, das wird jetzt nicht wirklich einen Unterschied machen. Aber wir machen es mal so. Ja, für die Beinchen gibt es leider auch noch nichts. So, jetzt könnte ich ihm zu allem Überfluss noch ein bisschen ärgern. Und ja. Einen Accessoires, das. Na? Nee, wir waren noch nicht fertig, danke. Ja, da würde ich Sturmkind erstmal so lassen. Ich weiß nicht, Leute. Also bei Sturmkind, sagt mir das bitte mal. Schreibt es mir in die Kommentare. Eher hier den, ja, den hellbraun oder. Ah, der hat auch das Silber. Na, ich mag eher so das Goldene irgendwie. Oder eher den schwarzen Sattel mit goldenen Steigbügeln. Ich bin mir noch nicht so sicher. Oder soll ich einen schwarzen Sattel mit Silber, Steigbügeln kaufen? Ich habe, wie gesagt, noch drei Plätze frei, also. Obwohl ich das Goldene zu seiner Fellfarbe eigentlich ganz schön finde. Ich würde sagen, ich lasse ihn erstmal so. Und dann könnt ihr mir das ja immer noch in die Kommentare schreiben, ob das für euch so in Ordnung ist. So, dann hier Dressur. Muss ich gerade mal gucken. Ach, es ist auch alles nicht so wirklich. Na, es gibt noch ein paar Verbesserungen, die man machen könnte. So, ich habe mir, wie gesagt, mal ein paar Sachen gekauft. Das ist auch Springen. Hier sind meine Dressursättel. Da habe ich jetzt aber auch nur fünf. Bis auf den hier. Da bin ich mir aber. Wartet mal, da muss ich auch mal eben. Vielleicht machen wir erstmal Glorious Drama. Weil. Da ist der Dressursattel. Das ist jetzt zwar der Chris. Was ist denn mit dem Weißen? Ist das. Oh.
Die rote Decke, ich weiß, das passt überhaupt nicht, ne? Nein, das passt, nein, nicht zu ihr. Never ever geht das. Never ever geht das. Das ist, aber, ja, ist halt. Nein, ich finde es jetzt nicht so arg schlimm, muss ich sagen. Wenn ich das drauflege. Ist schon besser, oder? Ist schon besser irgendwie. Das nimmt dem Ganzen irgendwie nochmal diese Knalligkeit, finde ich. Okay. Das lassen wir erstmal so. Oh mein Gott, Leute, es ist echt. Es ist wirklich verdammt schwer. Es ist echt verdammt schwer. Ich würde das gerne filtern irgendwie nach Dressur und Springen und Rennen und Western und. Oh. So. Ah, sie ist halt sehr dunkel. So. Dieses Helle. Passt natürlich auch irgendwie gar nicht zu der Schabracke, richtig? Ja, mich beißt's ein bisschen. Aber lassen wir erstmal so. So. Jetzt kommt die nächste Dame und die macht es mir leider auch nicht einfach, weil sie auch so ist. Machen wir einmal hier aktualisieren von der Seite. Sattelkammer. So, Madamchen. Machen wir mal dieses hier und versuchen es mal mit dem Grün. Ich habe natürlich kein grünes Zaumzeug. Fände ich ehrlich gesagt aber auch echt geil, muss ich sagen. Aber wir haben keine. Wir haben nichts mit Grün da. Müsste jetzt ein dunkelbraun sein, wie der Sattel. Ja, das ist schon. Aber ich finde, das passt irgendwie zu ihr. Aber ich hätte, wie gesagt, jetzt noch gerne tannengrünfarbene Gamaschen. Aber haben wir leider nicht. So, damit haben wir drei Pferde ausgestattet. Nee, vier. Sturmkind ist auch fertig. Dann haben wir jetzt noch drei. Diva, Change My Mind und Cienzo. Oder Cienzo. Und der ist auch nicht so einfach. Da müssen wir hier mal ein bisschen aktualisieren. So, Diva. Schnuckelhase, was haben wir denn noch für dich? Wenn nicht, muss ich nochmal nachkaufen. Ja. Ist halt auch wieder hübsch hell, ne? Wartet mal. Bisschen zu. Ne, so, hä? Also ich kann es mir jetzt so mit dem Weinrot natürlich auch auf ihr vorstellen. Aber das müsste sich dann irgendwo ein bisschen widerspiegeln, finde ich. Leute, ist nicht einfach. Okay, dann noch. Ja, das ist auch wieder ein dunkles. Ja. Und bei Siento, ja. Einmal noch aktualisieren. So, junger Mann. So. Mit dem ihm. Wie sieht es denn mit der roten, mit der? So, wenn man sich da jetzt noch die blauen Gamaschen zu vorstellt, wäre das eigentlich schon blaue Gamaschen. Finde ich das eigentlich auch mit der Farbe irgendwie schick. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, dass ihm das Blaue
eigentlich schon steht, muss ich sagen. Gut, lassen wir es mal so. Oder doch in grün. Wartet mal, ich kaufe noch mal eine grüne. So. Sehen. Runter scrollen. Das ist echt nervig, Leute. Ja, grün sieht auch geil aus. Das Blöde ist halt einfach, dass man kein Zauberzeug mit grün hat. Oder... Das ist halt echt schade, Mann. Und das ist, glaube ich, das Braune hier. Wie gesagt, das ist echt schlecht zu sehen, ne? Passt's eigentlich? Eigentlich schon. Und das Blaue. Das Blaue gefällt mir irgendwie an ihm. Ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen, aber an ihm gefällt es mir. So, ihr Lieben, wir sind fertig. Meine Güte, das waren nur 7 Pferde. Und wenn ich daran denke, dass ich noch ungefähr 98 andere habe. Also, so sieht jetzt die Donnergöttin aus. Ja, mit den hellen Sachen. Dann Destiny's Child, der habe ich das Grüne verpasst. Mit dem dunklen, mit dem dunkelbraunen, mit der dunkelbraunen Ausstattung und der tanngrünfarbenen Schabracke. Ja, Glorious Dream sticht ein bisschen heraus. Finde ich aber passt zu ihr. Dann die Diva mit dem Rot. Wie gesagt, immer noch die Gamaschen irgendwie sich dazu denken in Rot. Dann müsste ich aber hier auch eigentlich einen Sattel mit silberfarbenen Steigbügeln haben. Also, ne, das ohne Gold jetzt irgendwie... Habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Muss ich eventuell noch mal ändern. So, dann hatten wir Sturmkind. Da müsste ich eigentlich auch Silberfarben nehmen. Also müsste ich eigentlich noch mal umpacken. Dann, wie gesagt, Change My Mind. Und Cienzo mit seiner blauen Schabracke. Ui, gut, ihr Lieben. Also, diese Folge war garantiert eine halbe Stunde lang. Vielleicht schneide ich es auch ein bisschen zusammen. Das, was ich gekauft habe, zum Beispiel, das kann ich ja rausschneiden. Das müsst ihr ja dann nicht sehen. Also, wie gesagt, falls es zusammengeschnitten ist, ja, nicht wundern, wenn da einige Abschnitte nicht so ganz zusammenpassen. Aber die Sachen, die ich dann gekauft habe, die müsst ihr ja dann nicht sehen. Beziehungsweise, ja, das waren ja nur ein paar Klicks gewesen. Tut mir leid, dass ich immer rauf und runter scrollen muss, aber ja, es geht halt noch nicht anders. Also ich hätte es gerne, wenn man es hier irgendwie filtern könnte, dass man das Pferd direkt sieht und dann hier die Sachen nach Abschwitzdecken, Grenzen und so weiter und so fort, ihr wisst, was ich meine, filtern könnte. Und da muss man nicht immer runter scrollen, weil irgendwann ist man irgendwann hier unten angekommen und dann scrollt man wieder hoch. Und das ist dann auch ein bisschen nervig, weil... Man will das Pferd ja auch immer direkt dabei sehen. So, und so ist, ja, ne, ihr versteht. Das wäre einfach, ist wär einfacher. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. War mal ein bisschen was anderes, vielleicht wieder zu lang. Ist auf jeden Fall eine halbe Stunde, aber das kennt ihr ja schon von mir. Wie gesagt, ich versuche es zusammenzuschneiden, damit es vielleicht auf 25 Minuten kommt. Solltet ihr Ideen, Vorschläge haben wegen der Ausrüstung, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Einfach eure Meinung, wie euch welche Farbe an welchem Pferd gefällt oder auch nicht. Oder was ihr ändern würdet. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Dann würde ich halt einfach gucken, dass wir das so ein bisschen umändern. Okay, ihr Lieben. Nächste Woche gibt es dann wieder ein paar neue Fohlen. Ich habe schon wieder neue Fohlen, aber ich wollte heute mal was anderes zeigen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge von Noble Horse Champion. Macht's gut, ihr Süßen. Ciao, ciao.